Da ist schon nichts da. Hab ich doch gesagt. Hinten, wir sind schon nichts da. Wartet, Jungs. Ey, das wäre so schön ein Doppeltreffer geworden. Wäre der eine blöde Penner nicht einfach aufgestanden. So. Wo ist da unten? Wo? Was da unten? Wer? Keine Ahnung. Ich hab schon eingesackt. Ja, dann. Also können wir es eigentlich gleich dann zurückbringen und abgeben, dann ist es fertig. Was ist das da oben eigentlich? Ah, Deko aufgehängt. Das war noch Deko, oder was? Warte mal, hier ist was. Hier hängt ein Schwert an der Wand. An der Felswand auf der Karte. Warte, ich muss hier gerade zwei Leute befreien. Ist das vielleicht sein Zeichen? Das Schwert hier? Wo das nicht aussieht wie ein Objekt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wo bist du denn jetzt? Da. Sieht man auf der Karte auch das Schwert. Sieht auch aus, auf der Karte sieht das aus, ob das ein einzelnes Objekt wäre. Aber hier, wenn ich davor stehe, sieht das eher aus wie so eine feste Felswand. Moment. Ist auch von da oben und auch von da oben sehen, ich bin unten. Also das sieht mir für mich aus, entweder wie eine Wandmalerei. What? Wir sind alles da unten! Yes, doch kein Arsch. Ne, das ist durchfest. Ja, das hätte ich mir auch. Aber guck mal auf der Karte, das ist extra, ne? Ja, weil das wahrscheinlich so angemalt hat. Aber die Steine da sehen schon so aus, als könnte man die bewegen. Vielleicht muss man das. Na komm hoch, Bob. Da kommt ein VIP hoch. Ist richtig Besuch da oben. Ich habe unseren Gast gefunden. Gleich da drüben. Aber nicht mehr mit der Streurakete kriegst du das weg. Geht's wahrscheinlich auch nicht. Was halt aber wirklich so aussieht, halt wieder wie das Yes bei der auf dem einen Gebiet. So ein extra Objekt auf der Karte, so sieht man auch, dass das irgendwie zusammengesteckt wurde. Mehreren Stein auf der Karte zumindest. Deswegen dachte ich halt, man kann da. Oder braucht er was Dickeres für? Ich habe keine Ahnung. Weil auf dem Berg drauf, wo das Schwert ist. Jetzt habe ich mir auch schon gedacht, deswegen. Begebe ich mich mal gerade nach oben, aber ich wüsste jetzt nichts, weil das sieht mir nach einer regulären Felsformation aus. Stinkt hier. Puma. Das Einzige, was hier oben ist, ist ein Rucksack. Eine Zielscheibe und noch ein Rucksack. Aber das war's dann auch schon. Ansonsten. Die Scheibe haben wir öfter schon gesehen. Hier ist noch ein Heft unter dem Stuhl. Was? Das habe ich gar nicht gesehen. Hab ich gerade auch zufällig nur gesehen. Jetzt hat. Genau halt hier. Wo man sieht, selbst wo was drauf gepinselt ist. Einfach eine Textur oder was ist das? Und tschüss. Ich wollte gerade sagen, siehst du, dass da Textur drüber ist? Ja, ja, ich hab schon gesehen gehabt. Warte mal. Aber man kann da halt echt nichts machen. Was heißt hier Feuer? Guck dir gleich Feuer. Los, los, los!
für C4 nicht. Das Ding ist unzerstörbar. Fragen hier. Da kommst du angesiedelt. Es ist auch einfach wie nur eine Wandmalerei. Mehr ist es ja scheinbar nicht. Aber würden die das dann auf der Karte machen? Extra. Ja, wie gesagt, weil es eben so groß ist, dass man es auf der Karte sieht. Also ich wüsste jetzt, ich könnte dir jetzt nicht sagen, dass man das... Ja, aber es sieht schon irgendwie ein bisschen draufgeklebt aus. Und irgendwas? Was hä? War das? Da. Ein solcher Typ da oben. Kein Wunder, dass man hier immer so schnell stirbt, wenn man das... Man wird von irgendwas angeschossen und sieht gar nicht, wo es herkommt. Und nur auf Zufall sieht man es dann 5 Minuten später. Wo ist jetzt der Typ hin? Auch seltsam. Der Typ ist hier. Stein hier unten. Was hast du dir so gedacht? Ach, da hinter dem Stein hat er sich getarnt. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, dass mal... weiterschauen, weil hier können wir scheinbar nichts machen. Nee. Auch wenn es wirklich so aussieht, als könnte man, als wäre das so wie so ein draufgeklebter Felsen. Naja. Vielleicht braucht man einen Hubschrauber dafür. Irgendwas mit groß viel Wumms. Ich glaube ich zwar jetzt nicht so unbedingt. Ja, mit Dynamit wirst du nicht weit kommen, so wie es aussieht. Wir haben ja das Yes-Ding auch mit Raketen und alles gekriegt. Ach stimmt, da war ja was. Wunderbar. Hier hinten. Ich bin mit George. Da haben wir fertig die Karten. Können wir da unten abgeben bei dem Karten. Nö, da tut sich nichts. Na, eben auch noch mit Streuraketen drauf geballert. Ups. So, dann was jetzt? Weitermachen. Was haben wir denn hier hinten? Ach, das war das Klatschnixen. Ja, und jetzt bei den gelben, da kann man jetzt die Baseballkarten abgeben. Ja, dann. Machen wir das doch mal. Dann ist es auch weg. Sprich nicht Uhrzeit. 5:30 schon wieder. Es ist immer 4:30. Was ist? 4:30? Es ist immer 4:30. Ist denn das zu fassen? Hier ist deine Karten. Du hast sie alle gefunden? Wow, erstaunlich. Sieh dir nur an. Als würde ich all meine Freunde ein letztes Mal sehen. Du hast mir echt den Tag gerettet. Grand Slam abgeschlossen. Es gab ein T-Shirt und 900 Mücken. Wow. Ja. Na, eigentlich müsste man wirklich wenigstens zwecks der Ordnung halber die Fässer noch rausholen, aber irgendwie fehlt mir dazu die Motivation. Ja, weil es ja wahrscheinlich auch wieder so ein Reinfall ist. Ja, natürlich, es wird nicht mehr geben, als wie genauso die ganze Sachen schon davor mit den 500 Mücken. Ja. Da mache ich mir keine großen Hoffnungen, dass das anders werden würde oder anders wird. Wollen wir dann für heute Schluss machen und beim nächsten Mal den Rest fertig?
Wir haben immer noch Aufrüsten, immer noch, immer als Quest auch noch. Was ist denn Aufrüsten? Hilf Wheaty, die Vorräte aus dem Prepper verstecken, in den Wäldern zu holen. Das heißt, wir haben noch Prepper-Verstecke irgendwo. Ja, wir haben ja auch noch drei Dinger, hast du gesagt. Türme. Wo auch immer die... Prepper-Verstecke wahrscheinlich auch nicht gefunden. Ne, vermutlich nicht, dann... Weil es fehlen ja dann auch noch Türme alt. Also diese Gebetsteile. Ja, die sind bei da unten bei der Tusa im Gebiet. Ja, ja. Irgendwo. Irgendwo, genau. Wahrscheinlich den Gebiet, wo wir halt nicht drin waren. Da sind ein paar graue Flecken. Ja, sehr wahrscheinlich. Kriegen wir denn da bei der alten drüben einen Hubschrauber her? Na, hier beim Gefängnis direkt. Ach ja, genau. Belohnung verfügbar. Steht hier nicht schon einer? Nee, diesmal nicht. Komm hier. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? 9 Punkte. Hier kann man ja irgendwo irgendwas verkaufen auch noch, gell? Ja. Mal kurz noch Munition mitnehmen. Kann ich hier irgendwas kaufen? Wird hier noch Munition hierfür und dafür. Okay, dann habe ich's. Ist halt. Hier auf dem Berg. Grau ist. Ist halt echt blöd, dass man sich nicht so weit voneinander entfernen kann. Sonst hätte ich einfach gesagt, jeder nimmt sich einen Hubschrauber und fliegt das Gebiet ab. Echt gut. Ich glaube, da oben ist nichts drauf. Das wird man schon sehen. Ja. Ich steche eigentlich immer gut raus, eigentlich. Auf dem Weiten steche ich nicht schon gut raus. Weil sie eine ganz komische Farbe haben. Ja, so ein komisches Grün-Grau. Ja. Hier ist schon mal nichts. Können ja wieder überall sein, die Teile, ne? Eigentlich theoretisch. Geradeaus vor ist nur eine kleine Kirche. Das geht auch nicht dazu, Leute. Ja, dann bleiben mir eigentlich nur noch die Gebiete hier unten übrig. Unterhalb vom Gefängnis. Da hinten ist noch eins, was wir auch nicht aufgedeckt hatten. Ja, und hier. Also, der ganze Bereich hier. Genau, und da. Aber das sieht auch nicht sehr... Ja. Das einzige, was so ist, ist wieder so ein... Was ist das links von uns? Auch nichts, ne. Noch, aber ich glaube ich nicht.
Also, sehen tue ich da bisher nichts. Ja, eh noch nicht. Die hier können halt überall stehen. Berg, auf den Bergen oder oben unten. Ist denen ja egal, wo sie es hintackern, das Teil. Ja. Kann man schon mal mitten im Wald stehen. Sind auch egal. Da steht so ein Turm von Dings, oder? Natürlich voll verfehlt. Ja, ich glaube, das ist einfach ein Sendemast wieder. Schon mal andere kleine. Das ist die Kläranlage. Was haben wir hier oben? War das noch zu der? Ja, das geht noch zu ihr hier. Zu ihr hier. Der Bereich. Also drei Schreine einfach nur finden. Das ist ja wie nah am Heuhaufen. Ja. Keine Hinweise hast, wo die Dinger sind. Auf der Karte schon. Wieso wird der eigentlich immer, also auf, man sieht immer auf der Karte jeden Krampf, aber sowas sieht man zum Beispiel nicht und ich verstehe nicht, warum nicht. Sie hat man erst gesehen, weiß ich, wenn man nicht Karten aufgesammelt hat, sondern hier diese komischen Schriftstücke, die du nur auflesen konntest. Mit dem Zeichen. Diesen komischen, das sieht auch aus wie so ein Markerzeichen halt. Ja, aber ich habe alles, was mir möglich war, immer gekauft. Ist das da unten? Nein, ist die kann man nicht kaufen, die kann man nur finden. So, die liegen manchmal in Häusern drin oder einfach irgendwas. Die decken dann die Schreine auf. Auch nichts, ich habe nichts gesehen. War wird halt eng, wo die drei Dinger sind. Ja. Wir haben sie die irgendwo hingepackt, wo man sie nicht sieht. So gut. Das Grüne ist da unten, ist aber nur eine Pampe. Und wir hätten die auch weggemacht, wenn wir die gesehen hätten. Deswegen ja. Und ist der komische Bagger. Was das war. Der komische Bunker von der Tusse gewesen. Ah, ich sehe eine. Guck mal, da oben vor uns direkt. Zum Berg. Ja. Siehst du schon? Du musst drauf gucken, ey. Keine Zivilisten töten. Zu spät. Kollateralschaden. Ja, so bin. Also hier war einer. Siehst du schon, die musst du nur richtig drauf achten, ey. Und sonst sieht man die nicht. Also wenn sie neben Bäumen stehen, dann
Und die wahrscheinlich gar nicht erst richtig sehen. Irgendwas steht. Ich bin auch gerade nur gesehen, weil ich da drauf, geguckt habe. Also richtig. Ich würde mir halt wünschen, dass die auf der Map angezeigt werden, weißt du? Ich bin immer kein großer Freund von Sachen, die nicht auf der Map sind. Naja, man sollte es versuchen dann. Ja, du kannst die ganze Gegend abfliegen und du, wenn du Pech hast, siehst du es nicht, dann darfst du die ganze Gegend nochmal abfliegen. Und nochmal und... Ja. Und das ist eben das, was ich nicht gut finde. Schlimmer wäre es natürlich nur bei einem einzigen, ey. Na, hier sehe ich auch wieder einen, hier vor uns wieder. Ach, da einen ganz kleinen. Ja, die sieht man schon, man sieht eigentlich nur an dem Grünen, sieht man die nur. Was so hellgrün ist. Na komm. Jetzt nicht mal, ich habe nicht mehr Raketen benutzt. Naja, wenn da der Zivilist steht, den du Sieb machst, dann brauchst du auch keine Rakete für. Also die echt nur am Rand jetzt hier. Und nicht waren. Also nicht abgeklappert haben richtig. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt waren die halt immer bei den, gut, nicht alle. Also der eine auf dem Bunker. Der andere dann wahrscheinlich übersehen, weil wir nicht auf dem Bunker waren. Von der Ollen. Freilich waren wir in der alten hier im Bunker. Ja, aber wir waren nicht oben auf dem Bunker drauf. Wo der stand. Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kenne die Gegend gerade ab wie so ein Adler. Ja, ich schaue auch durch meine Pistole mit der Lupe. Kommt das noch dazu hier? Ja. Das ist das komische, das kleine Dorf, wo die Puppen drin sind. Jetzt, wenn ich einen Schrein bauen würde, würde ich einen hier dahin klatschen. Ich würde auch direkt einen entweder auf diese Seite vom Gefängnis oder auf die andere Seite vom Gefängnis machen. Ist das jetzt ein Jägerstand? Ja, ich glaube schon. Oder? Links, rechts von uns. Ach, da unten, ja. Sieht so aus. Das ist ein Jäger. Hier war jetzt nichts im Grauen. Und das gehört schon nicht mehr zum Bereich da unten. Tja, nee. Der ist wahrscheinlich jetzt irgendwo, wo wir schon drüber geflogen sind oder irgendwo. Flieg mal Richtung, Knast drüber. So über diese Gegend halt, das meine ich. Also wenn hier mal... Was ist das da unten? Also, da ist ein Tunnel. Ah, okay. Ja, das ist ein Tunnel, der leuchtet irgendwie, man weiß, ich weiß nicht, auch nicht warum, weil ja, deswegen hat mich das gerade ein bisschen verwirrt, weil ab und zu hört man ja irgendwie mal so Grafikbugs oder so. Ja, ist auch ein Tunnel hier. Hm. Ja, der bekommt mit seinem Flammenwerfer. Ja. Ist noch mal ein Jägerstand oder ja? Geht einfach mal geradeaus, einfach mal durch die Map. Ich hoffe schon, dass man den irgendwie sieht. Zufall.
Bis wir den gefunden haben, ist wahrscheinlich 8 Uhr hin. Ja, natürlich. Boah, ja, hier rüberfliegen, das ist mir schon. Nee, das ist noch nicht. Das ist immer noch unser Gebiet. Da steht irgendwo. Ich habe keine andere Option. Da steht, der muss jetzt irgendwo stehen, wo wir schon mal waren. Fett übersehen hatten. Na, was heißt fett übersehen? Wenn man irgendwie gerade in Fight ist, oder vielleicht ist es ein Gebiet während einer Story, dann kann man den schon mal übersehen. Das unten ist nur ein Hubschrauber, oder? Ja. Okay. Weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Ausnahmsweise. Ja, und hier ist schon gleich Mietwechsel. Das ist das Problem. Ich sehe auch nichts. Ne. Auf diesen komischen kleinen Inseln hier, aber ich glaube auch nicht. Ne, diese eine Großinsel hier ist doch dann schon das Gebiet von. Ach, guck mal, oder? Na, das ist ein Niederstand. Ich dachte schon, ich habe nur das Grüne gesehen. Diese Großinsel in der Mitte müsste ja dann schon das Gebiet sein von Jacob. Von Obermacker. Ja. Tja, das kann dauern. Wir den finden. Der kann überall sein. Das Ding. Ich vermute mal irgendwo zwischen dem Wald. Ja, so wie sie bis halt jetzt auch immer waren. Ah. Man ihn sehr schlecht sieht. Ich habe das Gefühl, dass ich schon drüber geflogen bin hier. Ja, ich auch. Statt da vielleicht nochmal hochfliegen, die ja nicht mehr da ist. Das da oben haben wir so weiträumig mit Granaten ab. Was ist das da unten für ein Zeichen? Passiert aber nichts. Zumindest ist lieber gerade nichts. Nö. Ach, hier sind wir welche. Ja, aber warum sind hier eigentlich welche? Das Gebiet ist doch, haben wir doch eigentlich komplett eingenommen. Ja. Sowas einfach nur dafür, dass man nicht irgendwie alles leer putzt. Irgendwas in der Welt noch passiert. Keine Ahnung, wo der ist, ey. Wir müssen auf Zufall mal irgendwie so ein Dokument finden, was das dann wieder irgendwie preisgibt, wo der ist. Yes. Irgendwie, wie gesagt, so viel Zeit. Da sehr lange nach jetzt. Ja, so viel Zeit wollte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr in das Finden von diesem ganzen Kleinkram investieren. Nee, auch nicht mehr.
Weil eigentlich, es fehlt uns nur noch Jacobs Schmarrn. Nicht Jacob. Dem anderen Typen sein Bunker. Und dann noch Le Boss und dann sind wir da eigentlich durch. Ja. Und ich möchte das jetzt nicht da irgendwie gezwungen auf nochmal 100 Folgen strecken, bis man diesen einen blöden Silo findet, diese eine blöde Kirche findet. Naja, was soll man machen? Ja. Eigentlich bin ich schon relativ müde, um ehrlich zu sein. Ich wollte eigentlich vorhin ja schon eigentlich Feierabend machen und dann morgen nochmal irgendwie 2 Stunden dranhängen oder so. Oder 3. Je nachdem, wie lange man da braucht, um Joseph umzulegen. Und dann wären wir eigentlich ja durch. Ja, aber wir müssen halt da auch machen, wir den halt beim nächsten Mal. Wir machen den halt einfach beim nächsten Mal. Können wir auch machen. Willst du dann jetzt noch den Bunker machen? Oder wie meinst du das jetzt? Ach, ich meine einfach den Typen halt beim nächsten Mal, also auch den Bunker. Dann. Also beim nächsten Mal dann den Bunker und den Typen. Ja, genau. Okay. Gut, dann machen wir das so. Und ja, bis dahin können wir ja mal schauen, dass wir vielleicht das Ding doch noch beim Rüberfliegen finden oder so zufällig. Außer du legst dann jetzt da irgendwie gehobenen Wert drauf, dass wir das noch finden. Dann machen wir das noch, ansonsten wäre das jetzt für mich jetzt nicht so wichtig. Ob ich jetzt da jede Kirche gefunden habe. Jedes Gasting oder nicht. Wie du willst. Ich denke mal, wir machen da jetzt, wie gesagt, beim nächsten Mal einfach. Ich denke mal, heute war vielleicht schon lang genug. Ja, ich bin es, also weiß nicht, mir stehen 8 Stunden auf der Uhr. Ein bisschen über 8 Stunden. Ja, bei mir jetzt auch. Ja. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Dann bedanken wir uns beim Zuschauen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, ciao.